Huna Hahn und Huhn Cheven müssen hier vorbeigekommen sein, als sie aus Paititi verbannt wurden. Hier war seit Jahrhunderten niemand mehr. Nee. Ich glaube, sie ist auch die Einzige, die ihre Angst überstanden hat, sozusagen. Hier gibt's einen Weg. Und da gibt's einen Weg. Der Weg ist aber da unten. Lara hat halt Angst. Also was heißt Angst? Der hat doch Angst, Jonah zu verlieren, sowieso, ihren besten Freund, weil sie ja schon ihren Daddy verloren, ihre Mutter und so, alle Menschen, die sie liebt. Und hat natürlich viele Menschen natürlich getötet, aber die haben sie ja auch verraten, beziehungsweise auch getötet, töten wollen. Uff. Viele Wege. Aber da ist. Ich glaube, man kann den rechten und den linken nehmen. Man wird da nicht jetzt so viel verpassen. Das Tal der Affengötter ist eine gewaltige Verwerfungslinie. Sie muss vor Jahrhunderten aufgebrochen sein. Ein perfektes Versteck, damit die Affenzwillinge verschwinden will. Aber ich komme da nicht rein. Hier fällt alles auseinander. Kein Wunder, so ungeschützt an der Klippe. Erstaunlich, dass überhaupt noch was da ist. Ja. Gefolgsleute versammeln. Es zeigt eine Menschenprozession, die ins Tal der Götter kommt. Geleitet von Geräuschen oder Gesängen. Alle tragen ihr Hab und Gut bei sich, sowie Dinge, die aussehen wie Weihopfer. Sie müssen Anhänger sein. Die Affenzwillinge wurden nicht von allen verhöhnt, nachdem sie aus Paititi geflohen waren. Einige verehrten sie auch. Ja, und wer verehrt die denn? Die anderen Affen. Planet der Affen. Hier kann ich rüber. Wie komme ich denn? Ich weiß nicht. Viele Kletterwege führen nach Rom. Also ich muss denn da. Oh nee. Warte mal, ich brauch mal. Okay. Okay, jetzt schaukeln. Dann aufs Seil springen oder da runterrutschen. Huna Hahn und Huhn Cheven. Diese Statuen sind riesig.
Dieses Tor muss irgendwo hinführen. Was? Huna Han und Huna Sheven? Wo denn? Ach da, die oder was? Ah! Oh! Sieht aus wie eine Holzturbine. Sie scheint verklemmt zu sein. Genau, flieg, wenn du stirbst. Sieht aus wie eine Holzturbine. Sie scheint verklemmt zu sein. Was treibt diese Turbine wohl an? Wind? Oh, what? Wartet. Jetzt. Mann, ich hab scheiß Ton gemacht. So. Verdammt, es geht nicht weiter. Instrumentenbauplan. Das ist der Bauplan für das Instrument. Der Detailreichtum dabei ist außergewöhnlich. Oh ja. Und außergewöhnlich wieder für mein Schädel. So, dann werden wir mal. Das war's. Die Turbine muss mit dem Wind im Tal irgendein Instrument antreiben. Ah, ich muss wieder irgendwas schneller machen, oder was? So! Das ist außergewöhnlich. Warum sollten Huna Han und Huna Sheven so einen Ort bauen? Weil sie Langeweile haben. Weil sie Affen sind. Ah! Oh, das ist doch jetzt die Farbe. Was war das denn jetzt? Warte mal, ich guck noch mal. Mal sehen, ob ich die Trommel in Position bringen kann. Mach. Nein. Hey, wo ist ich jetzt weg? Ah. Mal sehen, ob ich die Trommel in Position bringen kann. Habe ich doch schon. Wo meinen Sie das? Geht's hier wieder rüber? Mal sehen, ob ich die Trommel in Position bringe. Na, geht das schon mal gut. Einige Instrumente sind weg. Hä, hey, wann komme ich jetzt mal hin? Wartet mal.
Nein! Einige Instrumente sind weg. Ja, ich hab's doch verstanden. Einige Instrumente sind weg. Boah, ich weiß, Muschel. Ach. Einige Instrumente ja, sind weg. Ja, ich weiß. Warte doch mal. Warte noch, kleinen Moment. Ich muss ihn irgendwie in Stellung bringen. Sieht hier aber nochmal rüber. Ich muss ihn irgendwie in Stellung bringen. Ich muss sie irgendwie in Stellung bringen. Ja, ich warte lieber noch. Einige Instrumente sind weg. Warte mal lieber noch. Aber jetzt muss ich darüber. Instrumente sind weg. Ach, hier kann ich hoch, oder was? Ich muss sie irgendwie in Stellung bringen. Ja, doch. Warte mal, ich muss mir ja mal umlucken. Ich muss sie irgendwie in Stellung bringen. Vorhin ging die Flöte da noch nicht.
muss sie irgendwie in Stellung bringen. Ja, ja. Ich mach doch schon alle Tiere. Ich muss doch schieben, oder nicht? Ich muss die Kurbel benutzen. Ach, da ist auch noch eine Kurbel. Dann lauf doch mal. Ach, jetzt weiß ich, was ich meine. Lass mal hier festbinden. Runter. Timing ist hier alles. Ja, ach echt? Oh nein, kann ich da rüber? Oder kann ich auch so anders rüber so? Warte mal. Ich will hier irgendwie lang. Nein, nicht dabei. Nein. Machen, damit sie sich nicht weiter dreht. Aber gern mal darüber. Ist ja alles.
Und ab wieder rüber. So, auf die Kiste springen. Hä, wieso wurden die ja zermatscht? Ganz viel Rotzsand. Na. Nur spring doch! Geschafft. Alter. Mal sehen, was wir da haben. Na, die Nebel. Der weiße Atem. Ja, der weiße Atem halt. Erzeugt eine halluzinogene Dunstwolke am Aufprallort eines Furchtpfeils. Ah. Heulen der Affengötter. Ach, gut, dass ich nicht nochmal 100 Mal klettern muss und so. War schon gar nicht so übel. So. I have a dream. Willkommen zurück. Hey, alles okay? Mir geht's gut. Sie hat ihn. Hier, der weiße Atem. Seltsam, dass ein so kleines Ding so mächtig sein kann. Hoffentlich verschafft es der Rebellion einen Vorteil gegenüber Amaru und seinem Kult. Wir wissen beide, dass es das tun wird. Uchu, du schuldest uns noch eine Geschichte. Ich bringe nämlich diese Narbe und das Rezept einfach nicht zusammen. Ich glaube, da gibt es nichts zu erzählen. Tja, ich kann halt alles. Lara ist halt ein Genie. Griff der Angst. Brandgefährlich. Oh, gleich mal. Schuppen. Oh, ich hab ein neues Outfit. Warte, Schuppen. Schuppen. Hier. Das hier war das, ne? Griff der Angst. Brandgefährlich. Simples Design. Optimiert zum Klettern und Kämpfen. Gegner werden mit größerer Wahrscheinlichkeit ihr erschlagen und bleiben länger am Boden. Sehr schön. Und dann noch irgendwas mit Schuppen habe ich bekommen. Wo war denn das? Das hier? Schuppen. Sexy. Aber Schuppen von Kuh, gefiederte Schlange. Ich bin jetzt eine Schlange. So, dann haben wir noch Fähigkeitspunkte. Das haben wir jetzt hier. 1, 2, 3, 4, 5. Boah, was ist das hier? Herz des Jagers, könnte wahrscheinlich länger. Dreifach auf einen Streich habe ich doch eigentlich. Fangzahn der Schlange. Leuchtmunition und Erschütterungspatron. Oh, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Was ist das hier? Auge des Adlers. Effekte der Wahrnehmungspflanze halten länger. Ich schwanke zwischen 3 auf Streich oder das hier. Wo ich das ja eigentlich schon habe, oder nicht? Oder meint ihr jetzt, dass ich bei 3 Gegnern 3 Pfeile loslassen kann? Weil ich kann ja bei einem Gegner 3 Pfeile hintereinander loslassen. Und zoomen Sie mit Q auf 3 separate Feinde. Beim Schießen werden alle Feinde gleich. Ah, ja, genau, das dachte ich mir schon. Oh.